Hallo und herzlich willkommen auf eurem YouTube-Kanal der C3 Kram Car Concepts GmbH. Mein Name ist Oliver und heute wollen wir euch mal das Whiteboard erklären bei einem Tesla. Tesla verbaut sogenannte Hidden Features oder Gimmicks in die Software ein und dort kann man Sonderfunktionen aufrufen, die einem Spaß machen. So, dann wollen wir mal zeigen, wie wir zu dem Whiteboard kommen. Also ihr kommt dorthin, indem ihr einfach hier auf das Tesla-Symbol drückt, dann euren Bildschirm von dem Model X nach unten zieht und hier auf dieses Symbol klickt. Und schon ist das Whiteboard aktiv. Jetzt sind wir im Whiteboard, also fangen wir hier oben mal an. Ich unterscheide hier einmal zwischen Marker und Eraser, also einmal kann ich malen. Und wenn ich hier oben auf Eraser klicke, kann ich das Ganze wieder löschen wie ein Radiergummi. Dann habe ich hier die Farbe, die ich auswählen kann. Ich habe also hier oben die Hauptfarben und kann aber hier dann auch nochmal wirklich in diesem Farbkreis das viel detaillierter auswählen. Hier sehen wir die Strichstärke, die kann ich einstellen bis zu 40. Bis zu 42 und wie ihr seht, habe ich dann einen sehr, sehr dicken Strich. Mit Publish schicke ich das Ganze zu Tesla und dort werde ich gefragt, ob ich die Kritik sozusagen das Kunststück zu Tesla senden möchte. Dort guckt sich das dann jemand an. Da habe ich dann einmal die Möglichkeit, nein, die Welt ist noch nicht für meine Kunst so weit oder ja, ich bin ein Künstler. Das kann ich auswählen. Ich mache jetzt mal No. Und mit Undo kann ich den letzten Schritt wieder rückgängig machen. Also wenn ich hier etwas male und dann auf Undo klicke, dann geht er einen Schritt zurück. Mit Clear lösche ich das komplette Whiteboard. Und mit Exit gehe ich aus dem Whiteboard hinaus. So, ich mache mal die Stärke wieder auf 15 zum Beispiel. Und dann malen wir doch mal unser Logo. Also ich wähle Grau aus. Male einmal die beiden äußeren Kreise. Und dann kommt das C3 rein. Ich finde, für den Anfang ist es doch gar nicht schlecht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sende euch elektrische Grüße aus Isenbüttel und bis bald, bis zum nächsten Video.